So, wir spielen wieder und hoffen, dass wir alle Keeper finden dieses Mal. Oh, ich hasse das. Alles nochmal zu durchsuchen. Meine Güte, das wird jetzt nerven. Ja, Keeper, Keeper. Also ich frage, wo ich die letzte suchen soll. Ich habe fast schon die ganze Station abgegrast. Ich wette, die sind wieder auf ganz besonders dämliche Stellen verteilt. Peinlich, da habe ich das Spiel schon mal durchgespielt und habe mir die Stellen nicht gemerkt. Ja, das nervt echt. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Und weitersuchen. Vielleicht nur noch zwei Stück fehlen. Ja, zwei Stück. Ist das nicht toll? Renn, Shepard, renn. Ich hab's geahnt, dass ich's hassen werde. Wieder ein kleines Gespräch zur Auflockerung. Ja, Commander, was kann ich für Sie tun? Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Aber nur, wenn du mir sagst, wo die Keeper sind. Boah, ich habe jetzt keine Lust, hier stundenlang zu suchen. Ah, hier haben wir wieder einen. Super, fehlt nur noch einer.
Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Das stimmt nicht. Schauen Sie mal. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Septimus ist ein mächtiger Mann und selbst er hatte Schwierigkeiten, es herauszufinden. Erleichtert sprechend. Ich denke, Sie haben recht, Menschen-Commander. Danke für diese Information. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Ich bin sicher, dass sie Ihnen vergeben wird. Sie haben nicht bösartig gehandelt. Leise daran zweifelnd. Ich hoffe, Sie haben recht, Menschen-Commander. Ich würde es mir sehr wünschen. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie, Din? Nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Volus, Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz klar. Der letzte. Wo zur Hölle? Den habe ich auch schon. Oh, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wenn er das ist, wo ich meine, dann ist das echt dumm gelaufen. Aber erstmal können wir noch eine Quest einlösen. Wir das auch schon hinter uns? Genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Nein, nicht so, seltsam. So, und wieder eine Quest. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ich sehe, dass Ihnen Ihre Uniform passt, als ob Sie in sie hineingeboren wurden.
Sie sind ein Soldat, durch und durch. Stolz, eigenständig, einsam. Aber es gibt ihnen Stärke. Diese Stärke zieht andere in ihren Bann. Darum sind sie der Anführer, dem die anderen ergeben folgen. Diese Eigenschaften werden sie in den nächsten Kämpfen brauchen. Das ist es, wer sie sein könnten, aber nicht, was aus ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Sie haben ein ganz besonderes Talent, Shaira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Hier, Commander. Als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Ja, das, was er uns gegeben hat, werden wir später auch noch einsetzen. Ich weiß zwar nicht mehr so genau, wo das ist. Ist schon eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe, aber wir werden es schon schaffen. Lieber mal jeden einzelnen Keeper abchecken hier. Oh, jetzt fällt mir ein, ich habe noch eine Quest vergessen. Ja, die können wir gleich auch noch einsammeln. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Und wieder im Fahrstuhl. Oh Gott. Ich hasse Fahrstühle. Francis Kitsch sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elkor-Darstellern zu verwirklichen. Die Produktion wird den Elkor das dramatische Theater näher bringen, wobei sich Hamlet der Elkor Körpersprache und Pheromone bedienen wird. Kit sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen. Den dürften wir schon gehabt haben. Ja. Ich wette, diese Stufen sind nicht nur Show.